Herzlich willkommen zu der heutigen Online-Veranstaltung über die Geschichte der Zeugen Jehovas. Heute haben wir eine Buchvorstellung von Dr. Nathan Schmidtchen, Narren in Christo. Der Autor ist heute mit dabei und wird uns ein bisschen mehr über sein Buch vorstellen und darstellen. Vielleicht erstmal ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Tomasz Katarzyniec und ich erstelle solche Online-Veranstaltungen oder auch allgemein Dokumentarvideos zum Thema der Geschichte der Zeugen Jehovas europaweit. Aktuell hauptsächlich noch konzentriere ich mich auf Deutschland, aber es wird immer größer. Das heißt, es werden auch Videos über Polen, es wird Videos über Portugal und andere Länder auch gemacht und eben die Geschichte der Zeugen Jehovas dargestellt. Was aber mir sehr besonders wichtig ist, dass diese Veranstaltung, das ist keine Veranstaltung organisiert von Zeugen Jehovas. Das bedeutet, ja, ich persönlich bin auch ein Zeuge Jehovas, aber es ist eine private Veranstaltung. Also es ist nicht organisiert von einer Gemeinde, von einer Versammlung. Es ist nicht organisiert von der Zentrale der Zeugen Jehovas in Seltas, sondern es ist wirklich eine private Veranstaltung, wo mein Hauptaugenmerk und mein Ziel es eben ist, die Geschichte der Zeugen Jehovas näher zu bringen an Personen, die sie kennen, meistens auch Zeugen Jehovas, oder auch an Personen, die sie nicht kennen, aber daran interessiert sind, Personen, die keine Zeugen Jehovas sind, die auch dazu zu dieser Veranstaltung auch eingeladen wurden. Es ist für jeden frei. Das heißt, wenn jemand von euch jemanden noch einladen möchte, selbstverständlich, ihr könnt die Daten weiterleiten und diese Personen sind auch sehr, sehr gerne hier eingeladen. Ich werde später auch ganz kurz auf meiner Website zeigen, wenn jemand an mehr Informationen interessiert ist über die Geschichte Zeugen Jehovas, das machen wir später nochmal ganz kurz. Zum besonderen Anlass auch kurz auch zwei Sätze zu dem, was in Hamburg passiert ist. Jeder von uns hat das ja leider mitbekommen, diese grauenvolle Tat, dieser Amoklauf. Wir alle, Zeugen Jehovas und nicht Zeugen Jehovas, sind ja schockiert über das, was dort passiert ist. Und einige von uns haben vielleicht sogar dort Freunde und Bekannte. Und wir ja, sind schockiert und haben auch, wie alle Zeugen Jehovas, nicht nur in Gebeten, aber auch in Nachrichten und in Telefonaten versucht man ja auch die Zeugen Jehovas dort zu unterstützen und möchten auch da besonders auch wirklich auch unsere Anteilnahme zeigen. Was aber heute nicht das Thema sein wird, sondern wir werden uns eben heute eben zu dem Thema der Literatur eben hauptsächlich konzentrieren. Wir haben also den Herrn Dr. Nathan Schmidtchen. Wir beide, Nathan Schmidtchen und ich, kennen uns schon seit, jetzt müsste ich rechnen, es müssten schon 25, wenn nicht sogar mehr Jahre sein. Ich glaube 27 Jahre, irgendwie sowas in Art. Ach ja, das wollen wir lieber nicht ausweiten, wie weit das geht. Deswegen tun Nathan Schmidt und ich auch uns duzen, aufgrund, ja, er kennt mich noch als Jugendlichen, kann man sagen. Und ich, vielleicht wird das auch noch später erwähnen, ich durfte auch als Jugendlicher auch etwas, oder andersrum. Nathan Schmidtchen war der Erste, der mich als Jugendlichen mitgenommen hat zu Veranstaltungen, eben schon, wo damals auf Universitäten oder dergleichen Dinge über Zeugen Jehovas gesprochen wurde. Und das war so der Beginn, was mich auch so besonders fasziniert hat über die Geschichte Zeugen Jehovas. Und deswegen bin ich besonders froh, dich jetzt auch hier zu haben, Nathan, dass wir darüber sprechen können, auch dass da ein Buch vollendet ist. Das Buch, ich zeige das mal ganz kurz, ich habe hier die PDF. Wir werden später nochmal direkt drauf zukommen. Narren in Christo Jehovas Zeugen im literarischen Erinnerungsdiskurs Überlebender des Nationalsozialismus. Ich gebe es zu, ich habe es noch nicht beendet. Es sind ja auch so an die 600 Seiten. Ich bin dran. Aber das, was bis jetzt gelesen wurde, ist sehr, sehr spannend. Und wir freuen uns, dass Nathan uns jetzt ein bisschen mehr darüber erzählen wird, worum es in diesem Buch geht, was das Ziel des Buches war, über wen er da überall spricht. Und damit würde ich sagen, Nathan, deine Bühne, wir hören dir zu. Ja, okay, Thomas, ganz herzlichen Dank.
Ich denke mal, gefühlt sind es 100 Jahre, ne, die wir uns kennen. Ja, einen guten Abend in die Runde, alle zusammen. Erstmal Thomas, dir ein Dankeschön, dass ich auf dieser Plattform hier mit History of GW Tours da das Buch präsentieren kann und darf. Dann auch ein Dankeschön an all die vielen, die sich eingewählt haben, die das vielleicht auch ein bisschen interessiert, zu diesem Themen, speziellen Thema doch etwas mehr zu hören. Vielleicht ein paar kurze Hinweise. Ich will versuchen, so vielleicht nicht allzu viel oder nicht allzu mehr als 30 Minuten zunächst mal zu referieren. Und hinterher haben wir dann die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen. Dann kann ich ja zu dem einen oder anderen, sofern das mir möglich ist, auch ein paar Antworten geben oder diese Fragen beantworten. Ja, du hast das Buch, den Buchtitel schon gezeigt. Ich denke, es ist ja Titel und Untertitel erklärungsbedürftig. Ich fange mit dem Untertitel an und der Titel Narren in Christo, das kommt ganz am Ende. Vielleicht kann ich so noch ein paar mehr dann bis zum Ende hier halten. Nicht, dass sie vorab springen. Ja, also Nationalsozialismus, das ist die Zeit, um die es geht. Und es geht ja auch um Jehovas Zeugen. Beides ist für mich im Rahmen meiner Arbeit relativ nebensächlich oder eigentlich nur Voraussetzung, sagen wir es so. Nationalsozialismus ist klar, dieses dunkle Kapitel der deutschen Geschichte, in dem auch Jehovas Zeugen dann eine bestimmte Rolle gespielt haben, nämlich die als einzige religiöse Gruppe, die auch mit einem speziellen Winkel dann bezeichnet durch die Nazis, dann ja Widerstand geleistet haben. Das sind die historischen Dinge. Soweit so gut. Überlebende ist ja dann ein weiteres Wort in dem Titel, Erinnerungsdiskurs Überlebender. Das heißt, es geht um Personen, die diese Nazi-Zeit, die NS-Zeit erlebt haben, die überlebt haben und hinterher ja dann häufig zu Autoren, zu Schriftstellern geworden sind und das dann eben literarisch verarbeitet haben. Sie haben vielleicht ein Erinnerungsbuch geschrieben, sie haben eine Autobiografie geschrieben, sie haben vielleicht einen Roman geschrieben, um sich dieser Dinge zu erinnern und das eben auch anderen zugänglich zu machen. Und diese Überlebenden, die kann man eben auch als erste Generation bezeichnen. Nachfolgend gibt es ja dann die zweite Generation, heißt die, die nach dem Krieg geboren worden sind. Nächstes Stichwort in dem Untertitel ist ja Erinnerung. Das ist ja eine ganz wichtige Kategorie, nicht? Das machen wir Menschen ja immer, wir erinnern uns. Manche erinnern sich nicht so gern und das haben wir eigentlich auch, was den Nationalsozialismus anbelangt, genauso. Täter, logischerweise, erinnern sich nicht so gern, am besten gar nicht. Sie versuchen das auch zu vertuschen, zu leugnen, was auch immer. Bei den Mitläufern ist es so, dass die vielleicht auch eher dahin tendieren, das Ganze nach Möglichkeit irgendwie wegzudrücken, dass es eben nicht zur Sprache kommt. Und bei den Opfern mag es auch zunächst so sein, dass sie nicht können, dass sie nicht sprechen können, auch nicht irgendwie literarisch das Ganze verarbeiten können, aber doch dann irgendwann anfangen. Und sehr häufig ist es eben bei diesen Überlebenden dieser ersten Generation, die dann auch Gegenstand meiner Arbeit ist, dass sie dann irgendwann angefangen haben, sich dessen wieder zu erinnern, es wieder haben hochkommen lassen und dann eben Geschichten geschrieben haben. So, also ist dieser Begriff der Erinnerung ganz wesentlich. Dann vielleicht erklärungsbedürftig auch dieser Begriff des Diskurses. Was ist Diskurs? Also Diskurs heißt ja Rede. Und Diskurs ist das gesamte Feld, das gesamte Spektrum, all das, was mit hineinspielt, wenn es um den Nationalsozialismus geht, die verschiedenen Stimmen, verschiedene Aussagen, auch verschiedene Medien, die benutzt werden. Beispiel. Es gibt ja die Geschichtswissenschaftler. Die haben ja viel über diese Zeit geforscht. Und da ist es dann eben so, dass sie, die einen haben ein Buch geschrieben, 10 Jahre später jemand anders, ein anderer Historiker, der bezieht sich vielleicht auch auf das erste Buch. So ist eben also auch zwischen diesen Wissenschaftlern und ihren Publikationen ein Austausch. Das ist Diskurs. Oder die darstellende Kunst. Da gibt es ja auch, also Kunstwerke, die von Künstlern geschaffen worden sind, die ja auch zum Nationalsozialismus Stellung beziehen. Da gibt es vielleicht ein Kunstwerk, groß ausgestellt, woanders ein anderes, was vielleicht auch sich auf das erste Kunstwerk bezieht, wie auch immer. Auch das gehört zu diesem Diskurs. Dann Denkmäler gehören auch dazu. Auch sie gehören zu dem Diskurs, weil sie zum, also jeweils nationalsozialistische
Denkmäler, die den Nationalsozialismus thematisieren, dann eben auch etwas dazu zu sagen haben. Gedenkstätten, all das, was die verschiedenen Gedenkstätten machen, sie sind auch Teil dieses Diskurses. Und was die Literatur anbelangt, ist es auch so. Da gibt es eben die einen, die eine Autobiografie geschrieben haben, die anderen ein Tagebuch veröffentlicht. Dann ist es da auch so, dass der eine etwas geschrieben hat und ein anderer, der auch vielleicht im gleichen KZ war, später dann seinen literarischen Text schreibt, aber auch vielleicht gewisse Dinge, auf gewisse Dinge des ersten Autors Bezug nimmt, sie verändert oder in Frage stellt, ergänzt, was auch immer, nicht? All das ist Diskurs. Und da gehört eben auch die literaturwissenschaftliche Arbeit, dann auch meine Arbeit mit hinein. Sie hat Teil an diesem großen Feld derjenigen, die zum Nationalsozialismus auf die eine oder andere Art und Weise sich geäußert haben. Dann heißt es ja im literarischen Erinnerungsdiskurs, das ist auch ganz wichtig, wir reden von Literatur, wir reden von Fiktion, wir reden von Erfundenen und nicht von der Realität. Das ist ja eben so, der Historiker, der geht ja ran mit dem Anspruch, ich möchte darstellen und herausfinden, wie war denn die Realität? Dann suchen sie Quellen, Textquellen, befragen vielleicht Augenzeugen, was auch immer. Und dann lassen sie sich ja auch ganz bewusst daran messen. Erfassen sie die Wirklichkeit? Geben sie das richtig wieder? War das damals so? Und bei der Literatur ist das eben anders. Beim Historiker, da kann man sagen, ja Moment, du hast aber so eine komische Sichtweise und das kommt ja auch hinzu, dass sie vielleicht gewisse Interessen haben, manche Dinge nicht sehen, vielleicht manche Quellen nicht kennen oder auch gewisse Personengruppen nicht so mögen, dass sie diesen versuchen, so eher auch außen vor zu lassen. Nicht wie bei viele Jahrzehnte Jehovas Zeugen. Da kann man sagen, falsch, das ist eine wirklichkeitsverzerrende Wiedergabe. Das kann man bei der Literatur nicht machen. Der Schriftsteller, der Autor geht dran und erfindet seine Welt. Also was die NS-Zeit anbelangt, das ist zwar irgendwo die Basis, auf die er sich dann bezieht, bei unserem Thema, aber er macht was Eigenes raus. Er konstruiert eine Geschichte, er inszeniert etwas, er erfindet etwas. Und das, was er eben in seinem literarischen Werk darstellt, das ist eine eigene Welt. Es sind eigene erzählte Welten, die dort zur Darstellung kommen. Und da kann man nicht so gut mit der Frage daherkommen, ja, warum kommen denn Jehovas Zeugen denn nur so wenig vor? Oder wie werden die denn dargestellt? Oder warum fehlen die überhaupt? Er macht, was er macht. Und das bemisst sich an den Kriterien der Literatur. Und sie hat eine ganz andere Freiheit. Und sie zielt ja auch ein bisschen auf was anderes, auch wenn sie sich auf die NS-Zeit bezieht und irgendwie auch dazu etwas sagen will. Also wir reden von Fiktionen, von Erfundenem aus dem Wirklichen. Zum Ansatz meines Buches. Es ist also keine historische Arbeit, sondern eine wissenschaftliche Arbeit, die Literatur zum Gegenstand hat. Deswegen literaturwissenschaftliche Arbeit. Und da gibt es eben auch Quellen, ein Korpus von Texten und das sind diese literarischen Texte. Ich habe also mich dann noch beschränkt auf einen Teilbereich davon, nicht die Gedichte, nicht die Dramen, sondern die Erzählliteratur. Um das vielleicht nochmal deutlich zu machen, was ich getan habe, es gibt so einen schönen Vergleich, der das deutlich machen kann. Wir kennen das ja mit so einem Buchladen. Buchladen hat ja in der Schaufensterauslage einige Bücher. Das mögen ganz neue sein, bleiben wir beim Thema Nationalsozialismus, ist vielleicht ein neuer Roman erschienen, deswegen wird er im Fenster durch den Buchhändler präsentiert. Aber es werden ja nicht 1000 Bücher präsentiert, sondern eben die 1, 2, 3, 4, 5, vielleicht zu dem Thema. Oder es werden auch ein paar Bücher präsentiert, die Klassiker sind auf dem Gebiet. Nicht Günter Grass, Blechtrommel, nur so ein Beispiel, vielleicht davon einige im Fenster. Aber das ist ja nur eine geringe Anzahl von Texten, von literarischen Texten zu dem Bereich. So, und im Laden selbst, da gibt es natürlich mehr Bücher. Vielfältigere Auswahl hat man da. Und wenn man in das Magazin schauen würde, da sind natürlich noch viel mehr, die dann vorhanden sind und die bei Bedarf auch auf Nachfrage dann dort hervorgeholt werden kann. Und was ich gemacht habe, ist eben, ich habe nicht nur in die Fensterauslage geschaut und da ein, zwei Bücher rausgenommen, sondern im Verkaufsraum und auch aus dem Magazin Bücher versucht mit einzubeziehen, die eben ja nicht so bekannt sind zum Teil. Und
das ist eben die Arbeit hierbei gewesen, auch ins Lager zu gehen, auch ins Magazin zu gehen, um dort eben zu suchen und zu forschen nach irgendwelchen Texten, literarischen Texten, in denen also Jehovas Zeugen auftauchen. Also wenn man sich das anschaut in dem Bereich der Literaturwissenschaft, es gibt keine Arbeit, die sich in irgendeiner Weise damit schon je befasst hätte. Gibt es nichts dergleichen. Und was ich also gemacht habe, ist, ich habe versucht, breit zu streuen. Also ich habe einmal versucht, so nicht nur Texte zu nehmen, die alle um 1950 entstanden sind, sondern das so ein bisschen über die chronologisch und dann eben über die Zeit zu strecken, sodass also auch eine kleine Literaturgeschichte in der Hinsicht entsteht. Und ich habe auch versucht, sofern möglich, es gibt ja nur nicht so viele Texte, in denen Jehovas Zeugen als Handlungsfiguren auftreten, verschiedene Themenbereiche zu nehmen. Nicht vielleicht Gefängnis, KZ, aber auch Soldaten, Front, Krieg zum Beispiel. Und was ich gemacht habe, die Bücher habe ich, ich habe das Innere, die Struktur dieser Werke hauptsächlich mir angeschaut. Was sind da für Handlungsfiguren, was sind da für Räume, welche Zeit kommt dazu, wird da erzählt? Das sind so diese gängigen Grundelemente von Erzähltexten. Das ist zunächst das Verfahren von mir gewesen. Ich habe in die Texte reingeschaut und sie auseinandergepult, wenn ich das mal so sagen darf. Eine zweite Frage, die mich dann auch beschäftigt hat, ist dann der Autor. Und das ist ja auch eine spannende Sache. Autoren, die eben erzählen, sie haben ja auch oftmals, und das ist gerade bei der NS-Literatur ja gut zu sehen und nachzuvollziehen, sie haben ja auch Interessen, sie haben auch eine gewisse Weltanschauung. Und diese Weltanschauung treibt sie ja an, die lässt sie ja auch oder bringt sie dahin, die Erzähler in ihrem Sinne zu gestalten, dass sie vielleicht so als verlängertes Sprachrohr dann eben auftreten. Ist ja auch wichtig, in welcher Generation gehören die Autoren an? Nicht jemand, der 1920 geboren worden ist und dann als Soldat noch im Krieg war, der hat eine bestimmte Sicht darauf. Wer im KZ war zur gleichen Zeit, der hat eine andere Sicht auf die NS-Zeit. Oder welche Herkunft, ist auch ein wichtiger Punkt. Nicht? Da gibt es einen Autor, der ist so eher großbürgerlicher Herkunft, andere sind proletarischer Herkunft. Das beeinflusst die Sicht und auch die Schreibweise. Und was die Herkunft anbelangt, bei so einem wie dem Max von der Grün ist es ja auch so, sein Stiefvater war Zeuge Jehovas. Das, denke ich, beeinflusst ja auch nochmal seinen Umgang mit dem Thema NS-Zeit, aber auch mit dem Thema Jehovas Zeugen in der NS-Zeit. Und auch dazugehörig ist die Gesellschaft, in der sich ein Autor bewegt. Das wird deutlich. In der Vorkriegszeit mussten ja viele dann Deutschland verlassen. Wolfgang Langhoff zum Beispiel, der ging ins Exil. Exilsituation ist eine extrem anspannende Sache für solche Autoren. Und wenn man in der DDR dann später hat schreiben wollen, da musste man höllisch aufpassen, Zensur, parteiideologische Vorgaben, dass man da irgendwie sich so lang und durchlaviert, dass man es schafft, dass das eigene Buch auch veröffentlicht wird. Also all das sind so verschiedene Faktoren, die damit hineinspielen. Wir wollen uns vielleicht mal das Inhaltsverzeichnis anschauen, dann zeige ich einmal so kurz den Gang der Arbeit auf. Ist das zu sehen? Okay, also den Teil Jehovas Zeugen, den lasse ich weg. Das ist in der Hinsicht wichtig, auch Jehovas Zeugen in der NS-Zeit für die Wissenschaftler, die ja Jehovas Zeugen und ihre Rolle in der NS-Zeit überhaupt bisher noch nicht gekannt haben. Auch sowas gibt es. Dann der analytische Teil 3. Das ist so, ich sag mal, das Herzstück der Arbeit. Da habe ich also 6 Texte herausgenommen und diese so exemplarisch untersucht, nach den von mir genannten Kriterien. Könntest du vielleicht noch mal ein bisschen runterscrollen, weiter? Diese 6 bis Jordi Zembrun. Und dann geht es im Kapitel 4, Zusammenfassung, Auswertung, Diskussion. Da geht es darum, ich habe da zunächst diese 6 Texte. Und ich hatte die Befürchtung, wenn ich diese 6 Texte nehme und versuche, aus ihnen gewisse Ergebnisse zu ziehen, so zusammenfassend, dass die Basis dafür, um fundierte Aussagen zu machen, vielleicht ein bisschen klein ist. Und habe mich dann entschlossen, 15 weitere Erzähltexte mit einzubeziehen. Dazu gehört Elisabeth Langgesser, Luise Rinser und den Günter Grass und andere. Einfach nur, um so diese Basis zur Beurteilung
größer zu machen, weiter gefasst zu haben, damit diese Ergebnisse auch gesicherter sind. Das ist bei 4.1, bei 4.2 ist es so, dass ich dann nochmal besonders auf die Autoren schaue und versuche, sie so in bestimmte, so zu klassifizieren, in bestimmte Gruppen einzuteilen. Und 4.3, das ist auch eine spannende Frage, die man vielleicht auch über ein paar hundert Seiten ausdiskutieren könnte. Ich habe sie nur so leicht angedeutet. Ist ja so, überzeugen, wenn sie denn vorkommen, wie sie vorkommen in der Literatur, muss man sich fragen, ja, wie ist das denn? Werden sie dadurch, dass sie auftreten, gewürdigt als Opfergruppe? Die Art der Darstellung, also wie sie dargestellt werden, ist die ja häufig irgendwo ein bisschen oder manchmal komisch. Ist das dann eine Missachtung der Zeugen Jehovas? Das sind spannende Fragen. Ich habe es nur so ein bisschen angedeutet. Vielleicht sage ich daher noch danach noch mal kurz was dazu. Und dann bei fünftens, das ist der Ausblick. Da habe ich nochmal weitergeschaut. Die zweite Generation, wie sieht es da aus? Also die nach dem Zweiten Weltkrieg Geborenen, wenn da Autoren NS-Zeit thematisieren, kommt der Jehovas Zeugen vor. Da habe ich ein Beispiel untersucht von einem österreichischen Autor und zum Schluss bei 5.2 noch einen Blick so drauf geworfen, was generell so die Literatur der 60er, 70er, eigentlich 80er und die letzten drei, vier Jahrzehnte anbelangt, kommen wir da auch noch vor? Kommt die NS-Zeit noch vor und wir in Verbindung damit? Oder ist es so, dass eben andere Bereiche dort an Bedeutung gewinnen und Jehovas Zeugen vielleicht in Verbindung mit anderen Themen dann zur Sprache gebracht werden oder erzählt werden, sagen wir es mal so. Gut, dann können wir, Dankeschön für das Inhaltsverzeichnis, dann können wir vielleicht noch mal ein bisschen auf die Einzelwerke eingehen, auf die 6, die den Hauptteil der Arbeit ausmachen. Zunächst also Wolfgang Langhoff, die Moorsoldaten. Er war Kommunist, musste ins Exil gehen. Ja, Dankeschön für das Bild. Hat dort dann die Moorsoldaten vollendet. Die sind dann in der Schweiz erschienen. Und da gibt es eine Szene. Heil Hitler, das ist die letzte Szene, bevor er aus dem KZ Lichtenberg dann wieder rauskommt. Die beschreibt ein Bibelforscher, Frank oder Franke, er weiß es nicht mehr genau, der Erzähler, der also sehr hilfreich ist gegenüber den anderen Kameraden, den Mitgefangenen, der aber dann nicht den Hitlergruß zeigen will. Und er weigert sich beständig und wird dann in die Dunkelhaft gesteckt, wird dann misshandelt. Das geht über Wochen und Monate und dann kommt er irgendwann wieder aus auf die zu den anderen Gefangenen, zu denen er auch vorher Kontakt hatte. Und dann kommt der SS-Mann vorbei und er hebt dann die Hand und grüßt mit Heil Hitler. Ich belasse es erstmal dabei. Dann Robert Antelme, das wäre der zweite Autor. Franzose, der war im Widerstand, Kommunist zum damaligen Zeitpunkt. War in Buchenwald, war in Gandersheim im Außenlager und die letzten Wochen hat er dann noch in Dachau verbracht und er war eigentlich schon so eine Art Muselmann, abgemagert auf ein paar Kilo und da haben ihn ja sozialistische Freunde aus Frankreich aus dem Lager, was er eigentlich schon befreit war, dann nach Frankreich ausgeschleust und dort hat er recht früh, also 1947, dann mit dem Schreiben dieses Romans, der autobiografisch natürlich ist, begonnen. L'espèce humaine, genau, das Menschengeschlecht auf Deutsch, oder die Gattung Mensch, könnte man auch sagen. Und da ist es so, der Ich-Erzähler begegnet dreimal einem Bibelforscher. Einmal eher per Zufall, weil er, der Erzähler, sich also eine Arbeit sucht, die möglich kraftsparend ist und die ja, das System der NS-Lager nicht gerade fördert, eigentlich sinnlose Arbeit, und da trifft er eben einen Bibelforscher. Und dann verrichten sie die Arbeit zusammen und sie reden miteinander. Aber das ist ja schon schwierig. Sie können kaum reden, weil sie Sprachkommunikationsprobleme haben. Er spricht nur Französisch, also der Echerzähler und der Bibelforscher eben Deutsch. Aber irgendwie versuchen sie, es geht ja auch über Mimik und Gestik, und er ist eigentlich angetan und berührt von dem Bibelforscher. Zweite Begegnung, da sind sie in die Küche kommandiert und sollen Erbsen auslesen. Und es ist verboten, zwischendurch davon zu essen. Wer es tut, der wird bestraft. Alle machen es heimlich. Der Bibelforscher macht es nicht, so der Erzähler. Und die dritte Begegnung ist die auf dem Todesmarsch, als das Außenlager Gandersheim dann aufgelöst wird und
sie losmarschieren und dann auf der Straße der Bibelforscher auf einmal stehen bleibt und dann der Capo Fritz kommt und der Trupp marschiert weiter und dann hören die Gefangenen, der Ich-Erzähler ebenfalls, die Schüsse. Dann ist klar, dass eben also der Bibelforscher dort von ihm erschossen worden ist. Erstmal so bis dahin. Dann der Hans-Werner Richter, recht bekannter Mann, das ist der Gründer der Gruppe 47. Das ist eigentlich so die literarische Vereinigung, die nach dem Zweiten Weltkrieg über, naja, 3-4 Jahrzehnte mindestens so den deutschen Literaturbetrieb bestimmt hat. Martin Walser, Günter Grass und wie sie, Heinrich Böll und wie sie alle heißen, die waren alle da verbandelt und haben ja auch da gelesen und haben auch über Literatur mit ihm, also getragen von ihm, dann diskutiert. Ja, er hat aber auch selber Romane geschrieben und so auch diesen Roman, Sie fielen aus Gottes Hand. Da ist es so, er selber war ja Soldat und da gibt es eine Szene, Bibelforscher in der Wüste. Und da ist es so, diese Szene spielt in Nordafrika in der Nähe von Tobruk und der SS-Mann, Henry Sturm, liegt morgens noch mit seinem Kameraden im Zelt. Der Appell läuft schon, er kommt dann raus und dann soll er mit seinem Trupp, mit seiner Strafkompanie, zu der auch der Bibelforscher Schiemann gehört, dann durch die Wüste marschieren, zu einer bestimmten Stelle hin. Und der SS-Mann hat also am Tag zuvor den Bibelforscher schon misshandelt. Sie marschieren jetzt los und er hat eigentlich auch wieder den Schiemann im Auge und auf dem Kieker. Und während einer Pause will er also, ruft er sich den Schiemann herbei und will ihn dazu bewegen, einzugestehen, dass die Misshandlungen vom Vortag rechtens gewesen seien. Er weigert sich, der Bibelforscher, und er hat auch, also der SS-Mann, den Eindruck, als wenn der Bibelforscher auf ihn zugehen würde und er fühlt sich bedroht. Und dann wird er wieder misshandelt, übrigens die anderen Soldaten ebenfalls, und dann marschieren sie weiter und dann machen sie Halt und er wird dann eingebuddelt in ein Loch, was die anderen ausgeschaufelt haben, und er soll den ganzen Tag über dem Sonnenlicht ausgesetzt sein, bis sie abends wieder zurückkommen. Und da, in dem Moment, als der Bibelforscher aufschreit, gibt es eine Revolte, einen Aufstand der anderen, die den SS-Mann entwaffnen und ihn mit Waffengewalt dann zwingen, dass er dann in die Wüste alleine sich fortbewegen muss. Das ist die Szene, damit ist es vorbei. Später erinnert sich der Erzähler noch ein paar Mal daran, also auch der Henry Sturm. Aber das ist eigentlich diese einzige Szene in diesem Roman, fast 600 Seiten, weiß nicht, 12 Seiten hier über Bibelforscher in der Wüste. Dann Bruno Apitz, Nackt unter Wölfen, ist ja eigentlich der große Roman, der KZ-Roman aus der DDR, mit großen Schwierigkeiten. Er hatte viele, viele Probleme da zu handeln, parteiinterne Querelen, dann, dass das Thema eben eigentlich ja schon abgegessen war für den SS-Staat und die Kulturbehörden, dass er dann auf einmal damit rausrücken wollte. Naja, und er hat gewusst, er kannte seine Pappenheimer, seine SED-Kameraden und hat sich da so durchlaviert. Also da gibt es dann eben auch einen Erzählstrang, der spielt im Bunker. Und im Bunker ist als Kalfaktor Hans-Albert Förste zuständig für die dort der besonderen Malträtierung eingesetzt, der Hans-Albert Förster. Und es ist so, es wird nirgends gesagt im Roman, dass es ein Zeuge Jehovas, ein Bibelforscher ist. Aber wenn man sich das anschaut, man kann bald nicht umhin und zu dem Schluss kommen, dass es ein Bibelforscher sein muss. Und bei ihm ist es so, er kümmert sich um die, die dort misshandelt werden. Ist eigentlich auch streng verboten, macht er. Er, wie so ein Samariter, ist er ihm behilflich, lässt ihm was zukommen, gibt dann auch dem Lagerwiderstand, den Kommunisten Hinweise, dass die beiden also bisher nicht klein beigegeben haben, sondern standhaft geblieben sind und keine Namen verraten haben. Und am Ende des Romans, das ist ja so Apitz-Version, auch die Version von der SED, dass quasi das Lager Buchenwald von den Kommunisten befreit worden wäre, das ist natürlich nicht der Fall. Es waren die Amerikaner, die Alliierten, aber im Roman wird so dargestellt, der Lagerwiderstand
drängt dann durch das Tor, aber der Bibelforscher ist nicht mehr dabei, der ist schon in der Zelle, in der er war, auf die Knie gesunken, und es wird auch so der Eindruck vermittelt, als wenn er diesen Moment der Befreiung nicht mehr erlebt oder erlebt hat. Dann sind wir bei dem Max von der Grün. Zwei Briefe an Postbischiel. Jawohl, da sehen wir ihn. Er war Arbeiter, hat auch im Bergbau gearbeitet, und das ist auch häufig Gegenstand in seinen Romanen. Und in diesem Roman, der spielt es auf zwei Ebenen. Einerseits Industriegebiet, Ruhrgebiet 60er Jahre, und das andere, die andere Ebene, Erzählebene, ist also die, als Rückblende dann die Nazizeit. Und da ist es eben so, Paul Postbischiel ist der Ich-Erzähler. Sein Vater, Albert Postbischiel, ist Bibelforscher gewesen, ist im KZ gewesen und war 1938 dann verhaftet worden, sodass die Mutter mit den Kindern alleine dastand. Und ja, die müssen dann fliehen zu Verwandten dann. Der Vater ist ja, wie gesagt, im KZ. Nach dem Krieg ist es so, sie kriegen keine Entschädigung vom Staat, dass er nur im KZ war. Der Vater ist also geschädigt, gesundheitlich geschädigt aufgrund der KZ-Misshandlungen. Und er ist auch, wird auch gar nicht so häufig beschrieben im Roman, er ist auch nicht gerade sehr gesprächig. Mal erzählt er was von der Offenbarung, aber fast nie von den eigenen KZ-Erlebnissen. Und 1960 stirbt er dann. Okay, bleibt noch Jordi Sempoun, Quel beau dimanche. Was für ein schöner Sonntag. Sempoun, denke ich, ist einer der ganz Bedeutenden, genauso wie Robert Antin übrigens, die zur Lagerliteratur einiges geschrieben haben. Und ja, bei ihm taucht also auch ein Bibelforscher auf. Und zwar in diesem Roman hier, gegen Ende, im letzten Kapitel. Und da ist es so, dass der Ich-Erzähler im September 1944 den Bibelforscher per Zufall in der Bibliothek trifft. Er will ein Buch sich ausleihen von William Faulkner, Absalom, Absalom. Der Bibelforscher kommt rein und sagt guten Tag und sieht den Buchtitel und fängt dann natürlich gleich ein Gespräch über die Bibel an, über Absalom. Und sagt ihm 2. Samuel mit Kapitelangabe, wo er es in der Bibel findet. Dann lässt er ihm also auch eine Bibel zukommen, ist auch höchst gefährlich. Und so kann also der Ich-Erzähler das selber dann nochmal für sich nachlesen, was den Absalom da betrifft. Im Dezember 1944 kommt es dann zu einer Begegnung, wo beide am Rand des Lagers stehen und in die Winterlandschaft hinausschauen und die Sonne so die Landschaft, die Thüringer Landschaft bescheint, und dann reden sie. Dann reden sie. Der Gesprächsaufhänger für den Bibelforscher ist ja, was er denn da so mache, was für eine schöne Landschaft das doch sei. Aber der Ich-Erzähler merkt, er will auch wohl auf was anderes hinaus. Und dann reden sie eben auch, sie diskutieren kurz über diese Frage des Zitierens, weil der Ich-Erzähler ja auch ein Kommunist war, aber mittlerweile doch von seinem kommunistischen Glauben abgeschworen hat und nicht mehr Marx und Engels Zitate zitiert als Argumente zur Bekräftigung seiner Position. Und er trifft jetzt auf den Bibelforscher, der eigentlich genau das macht. Er zitiert häufig aus der Bibel und hält ja auch dem Ich-Erzähler vor, dass die Kommunisten, dass sie ja das eigentlich genauso täten, eben Quellen als Autoritäten zu zitieren, als Beleg dafür, was sie glauben, was sie denken oder wie die Welt zu erklären sei. Aber der Tag endet eben so, dass der Ich-Erzähler sich zurückzieht und eigentlich sich verschont sehen möchte, weil er befürchtet, genauso wie der Bibelforscher am Anfang des Kapitels gleich ein Bibelzitat hatte zum Schnee und der Schneelandschaft, dass der Bibelforscher jetzt auch noch bezüglich des Abends und der Nacht auch noch einen Bibeltext hätte, und das will er sich ersparen. Das ist also in der Hinsicht ja, witzig irgendwo. Gut, soweit also zu diesen 6 Autoren. Wenn man sich das anschaut in der Zusammenfassung, da wo die 15 weiteren Texte noch mit hinzukommen, schönen Dank für die Bilder jeweils auch. Wenn man sich die Räume anschaut und das so aus den verschiedenen Texten zusammenzieht, dann wird deutlich, Jehovas Zeugen treten immer so in bestimmten Räumen auf. Was die Lichtverhältnisse anbelangt, also häufig auch Gefängnis, KZ, ist klar. Raumstruktur ist dann irgendwie, es gibt auch so eine bestimmte Bewegungsrichtung, wo sich die Bibelforscher, die Zeugen Jehovas hinbewegen. Häufig ist auffällig so eine Bewegung abwärts, auf die Knie sinken, beten.
was die Zeiten anbelangt, auch auffällig. Es gibt da auch so eine gewisse Systematik. Es gibt so gewisse Zeitschwerpunkte, die erzählt werden. Handlungsfiguren, also da die Bibelforscherfiguren, da kann man ja unterscheiden zwischen Äußerem und Innerem. Äußeres, auch ganz typisch, so, es tauchen sehr häufig immer wieder die gleichen Beschreibungen auf. Blond, blauäugig, alt, gekrümmt. Zum Beispiel, was das Äußere anbelangt. Charaktermerkmale, und da wird es auch wiederum interessant, es teilt sich so. Da werden Eigenschaften genannt wie samaritanische Haltung, dieses am nächsten interessiert, dieses stille, bescheidene, dieses glücklich lächelnde, dieses Zufriedensein, begütigend anderen zuredende einerseits, aber dann auch dieses sich zurückziehen, dieses fanatisch, biestige, sektiererische an sich habend, wo man nur in seinem Zirkel bleibt und mit den anderen nichts zu tun haben will. Also das sind widersprüchliche Darstellungen oder man könnte sagen ambivalente Figuren, die jeweils skizziert werden. Und wenn man sich das anschaut, die Bibelforscher im Verhältnis, also in der Romanwelt, zu anderen Handlungsgruppen, also zur SS, haben sie eigentlich fast nie Beziehungen, die Bibelforscher, wenn sie auftreten, eher zu den kommunistischen Kameraden. Und auch das ist so ein, naja, widersprüchliches, gebrochenes Verhältnis. Zum Teil ja, gute Beziehungen, zum Teil aber auch nicht so gute. Interessant ist auch, wenn man sich das anschaut, was die Darstellung anbelangt. Also in so einem Erzähltext gibt es ja einen Erzähler. Und dann gibt es ja die Möglichkeit einmal, dass ein Erzählbericht gebraucht wird oder auch die wörtliche Rede. Und dann ist es ja interessant zu schauen, wie sieht es denn aus mit der Figurenrede, also die wörtliche Rede. Dürfen Jehovas Zeugen, also die Bibelforscherfiguren, dürfen sie auch mal was sagen? Und da ist interessant, dass sie kaum das Rederecht haben, dass sie selten aktiv sind. Nicht? Und der Erzähler hat auch so eine Stellung, die dazu führt, er hat ein Monopol, er deutet die Welt sehr, sehr häufig in seinem Sinne. Und oft sind sie auch, diese Erzähler, scheinbar allwissend. Aber wenn es an die Bibelforscher geht, dann schauen sie nur so von außen drauf, aber niemals in ihr Denken, niemals in ihre Gefühle, in ihre Gefühlswelt. Also es ist immer dieser Blick von außen und der verbindet sich dann meist auch mit Wertungen. Oh, ich bin schon bei 32 Minuten. Ich sehe, ich komme ins Reden, aber ich muss auch mal das Ende finden. Na dann, wir okay. Kennen dich so und wir hören dir zu. Ja, sind noch alle da? Nee, es sind schon weniger geworden. Das gibt mir zu denken. Jetzt so diese Systematik der Autoren. Da denke ich, gehören die Autoren zusammen, so wie der Langhoff und der Apitz. Kommunisten, SEDler später, Parteigenossen, Parteisoldaten, immer loyal zur SED. Ihre Erinnerungen sind eigentlich ideologisch, stark ideologisch geprägt. Und das beeinflusst ja auch ihre Darstellungsweise. Und dann nimmt es nicht Wunder, dass Jehovas Zeugen zwar auch so ein bisschen nett, aber tendenziell eher so ein bisschen negativ dargestellt werden. Hans-Werner Richter, das sind so die Autoren, deren Erinnerung durch das Soldatentum, weil sie eben als Soldaten an der Front waren, wesentlich bestimmt ist. Und auch sie, Richter, hat da irgendwie ein Problem. Er sagt ja, Kriegsdienstverweigerung, das ging ja gar nicht. Wir waren dagegen, wir waren gegen die NS-Diktatur, aber was sollten wir machen? Wir mussten gehen. So argumentiert er. Und er versucht ja in seinem Roman das auch so darzustellen. Also im KZ, da haben die Menschen gelitten, ja, aber wir Soldaten haben mindestens genauso, wenn nicht noch mehr gelitten. Und so versucht er das dauernd ja aufzurechnen. Und er kommt dann mit so einem Bibelforscher, der genau das macht, was, von dem er glaubt, dass es das gar nicht gibt, nämlich Kriegsdienstverweigerung, hat er Schwierigkeiten. Und der kann ihn ja eigentlich auch nur in seinen Erzähltext durch so eine Hilfskonstruktion einführen, indem er sagt, ja, der hat Kriegsdienst verweigert, weil er ist ja in der Bibelforscher in der Strafkompanie in Afrika. Wie geht denn das als Verweigerer? Ja, er hat verweigert, kam ins KZ, hat aber dann den Revers unterschrieben, war raus und dann hat er wieder verweigert und dann wurde er zur Strafe dorthin gebracht. Also er zeigt ihn als, ja, irgendwo Schwankenden, der da keine feste Position hat. Aber das erklärt sich, denke ich, auch nur aus dieser Situation des Autoren, Richter. Flakhelfer-Generation, Max von der Grün, Günter Grass gehört da auch zu. Das ist diese leidige Endkriegserfahrung gemacht hat. Nicht, dass sie eben noch als 17-Jährige in die NSDAP
gehen mussten oder gegangen sind und dann auch noch ein Gewehr auf die letzten Tage in die Hand bekommen haben. So war es auch bei Max von der Grün. Und er hat das eigentlich ja immer weggeschoben, genau wie viele andere Autoren aus dieser Flakhelfer-Generation ebenfalls. Und ihre Erinnerungen, die kranken auch daran, dass sie daran leiden. Nicht? Sie haben mitgemacht, obwohl sie eigentlich dann in der Nachkriegszeit ja auch sich eine Position erarbeitet haben, die genau das Gegenteil war. Und das ist schwer zu verdauen. Man muss es nicht bewerten, man kann es zur Kenntnis nehmen und das beeinträchtigt das eben auch. Nicht? Und das muss man ja auch mal sehen. Diese Romanfigur, der Paul Pospischil, der hat ja ein bisschen was von Max von der Grün, aber nur ein bisschen. In gewisser Hinsicht ist der Max von der Grün auch ganz anders, weil der Paul Pospischil, das ist ja einer, wenn der sein Bier hat und der Kühlschrank voll, dann ist alles gut. Fernseh gucken ein bisschen und Konsumerhaltung, aber ansonsten interessiert ihn ja nicht viel. Nicht? Und dann muss er eben erleben, dass sein Vater im KZ war und quasi dem Sohn, ihm, dem Paul, so einen Spiegel vorhält, was er hätte eigentlich machen können oder sollen oder müssen. Und das ist natürlich etwas, was wie so eine Wunde ist. Nicht? Und das zeigt sich auch in dem Roman, immer wenn es an den Vater geht, an den Bibelforscher, dass da doch so gewisse, naja, Verdrängungen kommen oder es werden andere Geschichten erzählt, nicht wie schlimm das war ohne den Vater und eigentlich wäre ja Vater ja schuld, so ein bisschen klingt das so an. Vielleicht verständlich aufgrund dieser Generationssituation von Max von der Grün. Naja, und dann so Anthelme und Semprun, das sind Autoren, die haben ihren Glauben an den Kommunismus verloren und sie sind eigentlich sehr kritisch gegenüber allen Weltanschauungen gewesen, auch selbstkritisch. Sie haben sich ja selbst auch hinterfragt und ihre eigenen Fehler da zum Teil gesehen. Und bei diesen beiden zeigt sich, dass das eigentlich so die Texte sind, die Erzähltexte, in denen am meisten fiktionalisiert wird, am meisten künstlerisch gestaltet wird und insofern auch einen künstlerischen Wert haben. Okay, poetische Anerkennung, Missachtung. Ich lasse es erstmal weg, falls einer da noch fragen will, kann er machen. Ich muss noch den Titel kurz erläutern. Narren im Christo. Ja, der Begriff Narren, der ist ja auch wieder ambivalent. Er kann positiv und er kann negativ sein. Ne? Wenn wir an den Hofnarren denken, ist ja vielleicht ein schönes Beispiel. Der Hofnarr war ja eigentlich, er gehört ja irgendwo zur Hofgesellschaft, aber auch wiederum nicht. Er war ja ein Narr und ein Narr ist dumm. Aber ein Narr hat ja auch gegenüber dem Fürsten die Möglichkeit gehabt, die Wahrheit zu sagen. Eben, Narrenfreiheit. Insofern ist in dem Begriff Narr, da ist schon auch wieder dieses Schillernde drin. Einerseits das Dumme, aber vielleicht auch das Weise. Beides ist drin. Nicht? Und wenn man sich das bei den Bibelforscherfiguren anschaut, in den Romanen, bei den 21, da kommt das immer wieder vor. Sie seien Verrückte, ein bisschen Spinnerte, eben Narren oder Sonderlinge, das taucht sehr häufig eben auf. Und ich meine, es ist ja so, ein Freund und einen Feind kann man schnell einordnen. Da weiß man, die Kriterien sind klar. Aber so ein, der ein bisschen anders ist, der bleibt fremd. Der ist dann auch schlecht fassbar. Und genau das Problem haben einerseits die Erzählerfiguren in den Erzähltexten, aber auch die Autoren selbst. Nicht? Sie hatten ja meistens die Erstbegegnung im KZ, im Gefängnis. Noch nie Jehovas Zeugen gesehen. Ja, was sind das für welche? Nicht? Sind da wegen Kriegsdienstverweigerung, aber dem SS-Mann, dem rasieren sie und helfen ihm vielleicht auch in der Not. Das kriegen sie ja nicht auf den Schirm. Das können sie auch nicht einordnen in ihr Weltbild wiederum. Und deswegen sind es eben diese Bibelforscherfiguren, Fremde, andere Außenseiter, Sonderlinge und Narren. Und das ist das ja eben. Diese Kategorien werden ihnen dann übergestülpt und in den Erzähltexten ist es eben auch so, dass sich religiöse Bezüge immer wieder finden. Prophet, Heiliger, Märtyrer, Sündenbock, Samariter. Und das wird auf die Bibelforscher bezogen, häufiger. Und man kann natürlich diese Begriffe auch auf Jesus Christus beziehen. Und insofern sieht man dann schon, Jesus Christus ist ja auch als nah bezeichnet worden. Nicht? Seine Verwandtschaft hat ihn ja auch so angesehen, als wenn er nicht alle nicht ganz bei Trost wäre. Ne? Paulus vor dem einen weltlichen Statthalter, nicht? Der hat ihm ja dann auch gesagt, hör mal auf, du wirst noch ein bisschen wahnsinnig hier, nicht? Drehst durch, wirst irre. Genau das, diese Einstellung gegenüber Christen, hat sich ja dann vom Urchristentum an schon gehalten. Und insofern gibt es eben auch sowas wie einen christlichen Narren.
Und den gibt es ja in den alten Bibelübersetzungen, gibt es ja eben auch. Im Alten Testament, in den Sprichwörtern oder Sprüchen, findet sich das häufig. Der Weise, das wird ja hochgeschätzt. Der Weise ist der, der an Gott glaubt, der gute Eigenschaften hat. Und der Narr ist ja der, der leugnet, dass es einen Gott gibt. Nicht? Und der auch durch negative Eigenschaften auffällt. Und im Neuen Testament ändert sich das ja ein bisschen. Da kommt ja noch diese Kategorie der weltlichen Weisheit hinzu. Und dann sagt ja der Paulus, da gibt es ja die entsprechenden Kapitel, 1. Korinther 1, 3 und dann 2. Korinther 11, die wird ja so als paulinische Narrenrede bezeichnet, wo der Paulus sich ja zunächst mit den Narren oder mit den superfeinen Aposteln aus der Korintherversammlung auseinandersetzt und dann eben sich an sie wendet und sagt, ja, ich ein Narr, ja gut, ja, gemäß dieser Einschätzung, die ihr vornehmt, die von weltlicher Weisheit getragen ist, da bin ich ja ein Narr. Ja, aber gut, wenn das nach dem Kriterium von der weltlichen Weisheit her ist, dann bin ich gern ein Narr. Aber gemäß der Weisheit Gottes ist es genau andersrum. Also auch da wieder diese Umkehrmöglichkeit. Und das ist das Typische in den literarischen Texten. Narren, der Begriff Narr, bezieht sich einmal oder wird festgemacht sehr häufig an den Bibelforschern, an den Zeugen Jehovas. Und es gibt aber auch diese Anschlussmöglichkeit an Jesus Christus. Also Narren in Christus heißt Narren in der Nachfolge Christi, Narren im Namen Jesu oder in seiner Nachfolge dann. Ja, ich glaube, ich mache erstmal hier einen Punkt. Ausblick wäre auch noch interessant und vielleicht nur so als Schlusssatz zu der aktuellen Debatte. Es ist ja jetzt auch im Gespräch, dass so ein Gedenkmonument in Berlin vielleicht zum 23. Juni 2023 aufgerichtet werden soll zum Gedenken an Jehovas Zeugen als Opfergruppe im Zweiten Weltkrieg. Ich dachte mir so ein Gedenkmonument ist ja schön, aber was meine literarischen Texte anbelangt, da haben wir eigentlich schon so lauter kleine Denkmäler stehen. Zwar klein, nur ganz selten auftretend, aber da sind eigentlich solche Denkmäler, die auch irgendwo zeigen, was Jehovas Zeugen in dieser Zeit, auch wenn sie als Narren in Christo abqualifiziert werden oder auch positiv gesehen werden, das gibt es ja auch in einigen Texten, dass sie da eben schon in gewisser Weise doch schon vertreten sind. Okay, Dankeschön. Das war es erstmal. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Man hört mich jetzt ja. Nathan, dafür. Aber eins muss ich noch sagen, Nathan, eine Sache hast du schon vergessen. Was? Ja, du wolltest etwas ganz, ganz Wichtiges noch sagen. Du hast ja, es gab ja Personen, die dich auch ein bisschen unterstützt haben bei dem Lesen bestimmter Werke. Nathan, also da muss ich noch drauf bestehen. Ja, der Thomas will jetzt unbedingt einmal erwähnt werden. Ja, nein, ich fange mal anders an. Ich habe ja auch ein paar Werke erstmal gelesen, ne? Das eine oder andere. Eine meiner Fragen wäre nämlich, was ich dich fragen wollte, wie viele musstest du denn oder wie viele hast du denn gelesen, als um dieses Grundwissen für dieses Buch zu haben? Ja, also es ist schwierig. Es ist schwierig. Wenn ich Zeit gehabt hätte, hätte ich das alles mal gezählt. Ich hätte auch die Seiten gern gezählt. Ich habe auch so im Vorfeld nachgedacht, dass diese Frage ja vielleicht kommen könnte. Und ich habe mal gedacht, wenn so ein Roman 200 Seiten hat und ich habe nicht nur 10 gelesen und ich habe nicht nur 100 gelesen, da sind wir schnell bei einer Gesamtseitenzahl von, ich weiß nicht, 30, 40, vielleicht 50.000 Seiten und gefunden letztendlich, die so auch hier in meiner Arbeit Eingang gefunden haben, sind so 200, 300 Seiten, wo die Nadel im Heuhaufen zu finden war. Ne? Das ist eben eine klein Suche, der man sich da unterziehen muss. Viel gelesen dafür und hin und wieder auch was gefunden. Und dann am Anfang war es noch unsystematisch, aber dann habe ich schon so geguckt, schauen wir mal, der und der Autor, Jordi Semprun. Biografie, der war in Buchenwald. Da hat er ein paar Romane geschrieben. Schaue ich da mal rein. Wahrscheinlichkeit ist dadurch größer. Und tatsächlich, Volltreffer, da habe ich was gefunden. Dann, ne? Nach diesem Schema dann gelesen, manchmal habe ich auch Bücher per Google, Stichwort, Jehovas Zeugen, NS oder Literatur, eingegeben, habe ich auch einige gefunden. Oder eben auch manchmal einen Roman genommen, der über die NS-Zeit handelt, einfach so, nicht gelesen, sondern nur so die Seiten abgescannt.
Da kriegt man mit der Zeit Richtung Übung, ob man da so Bibelforscher Jehovas Zeugen findet. Das Stichwort, peng, ah, halt. Und dann eben, ne? Und dann so einfach nur so bücherweise manchmal auch durch, ne? Um auf die Schnelle was zu finden. Dann habe ich, ja, und jetzt kommst du. Noch was davor. Manchmal habe ich auch von anderen Hinweise bekommen, hat mir einer mal gesagt, du, da gibt es doch die eine Kurzgeschichte von dem Weißrüttel. Kennst du die? Die Erschießung des Bibelforschers. Nee, kenne ich nicht. Ah, hat er mir geschickt. Ne? Da habe ich auch so einige wenige Hinweise bekommen. Und dann habe ich eben auch noch andere instrumentalisiert. Den Thomas zum Beispiel. Weil man ja gar nicht alles lesen kann. Da habe ich gesagt, Mensch Thomas, hast du nicht Lust, da auch so einen Roman zu lesen und zu schauen, während du liest, immer Blickrichtung, kommen da irgendwie Bibelforscher, Zeugen Jehovas als Handlungsfiguren vor. Hast du gemacht, wenigstens bei Anna Segers, Die Toten bleiben jung, hast du was gefunden, hast du mir gesagt, dann habe ich mir das Buch gekauft, ist ja auch irgendwo mit reingekommen. So, ne? Und ich habe es auch mal in der Schule gemacht, bei Referaten, wenn also NS-Zeit in Romanen dran war, dann habe ich manchmal Romane verteilt und dann habe ich hinterher dann auch die Schüler und Schülerinnen gefragt, kam da auch da Bibelforscher vor? Und in einem Fall, weiß ich noch, hat die Schülerin Nein gesagt. Und ich habe irgendwie, ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Ich hatte das Buch zu Hause und habe nochmal so durch, so ne, im Schnellverfahren, habe ich gefunden. Hast du schlecht aufgepasst. Aber das ist so. Das ist ja auch bei den Literaturwissenschaftlern so. Die also jetzt auch die Texte interpretiert haben, die ich habe, die gehen ja gar nicht auf Bibelforscher und Zeugen Jehovas ein. Aber das ist so. Man ist ja mit seinem Blick so im Tunnel. Und wenn man eben über Juden was lesen will oder sind die Roma, dann achtet man nicht auf Bibelforscher. Und dann wird das überlesen. So war es bei der Schülerin auch. Ne? Ist ja immer so, dass man mit einem bestimmten Fokus liest. Und dann geht manches so durch die Lappen. Und wenn ich jetzt aber mit diesem Fokus, kommen da Bibelforscher als Handlungsfiguren vor, dann bin ich natürlich hellwach. So, und der Thomas hat dankenswerterweise auch einen Beitrag dazu geleistet. Zufrieden? Sehr zufrieden. Vielen Dank. Ja, aber es ist, ich kann mich erinnern, ich habe dann Hans Fallada auch, glaube ich, zum ersten Mal in meinem Leben gelesen. Ja. Ja, das war schon, also für mich, wie alt war ich denn da, 16 oder sowas in der Art, war das für mich schon prägend, mal diese Literatur auch reinzukommen und da auch was zu lernen. Deswegen auch dafür vielen Dank. Ich fand es interessant, bevor wir auch jetzt auch direkt zum Fragen und Antworten kommen, ich nutze einfach die Gelegenheit und mache es selber erstmal, was mich sonst erstmal interessiert. Ich fand es interessant zum Thema von Hans-Werner Richter, was du meintest, ne? diese Gruppe auch mit Grass und so weiter. Grass hat es ja in seiner Autobiografie auch erwähnt, beim Häutende Zwiebel. Ja. Nannten ihn, wir tun sowas nicht, wo er auch von einem Zeugen spricht, anscheinend, nicht nur anscheinend, wir wissen, dass es ja ein Zeuge Jehovas war. Und wo ja eben Grass am ganz, ganz Ende, so wie du ja sagtest, der hat ja sein Leben lang, hat er diese kritische Einstellung aufgebaut, um eben Deutschland den Spiegel vorzuhalten, wie konntet ihr sowas machen? Und dann in der Autobiografie, kurz vor seinem Tod, stellt sich heraus, er selber war eben als 17-Jähriger ja auch bei der, ich glaube sogar Waffen-SS dabei gewesen. Ja, er war in der NSDAP, wie fast alle. Und eine ganze Reihe von, und da muss man ja sagen, Grass ist fast der Einzige, der das eingestanden hat. Alle anderen leugnen es. Und ich meine, alle anderen heißt der Ex-Papst Ratzinger, Martin Walser, hier ein Philosoph, Jürgen Habermas, ein bekannter Eppler, Politiker, da gibt es eine ganze Reihe, so eine ganze Generation, die waren alle, die gehören zu dieser Flakhelfer-Generation. Nicht? Und letztendlich haben sie ja nach dem Krieg auch ja eigentlich ihr damaliges Verhalten bereut und haben auch sich besonders angestrengt für die Demokratie und so. Ne? Ja, und das ist nicht einfach für diese gewesen. Ne? Aber beim Grass auch, zu später Stunde seines Lebens, hat er dann eben gesagt, ja, ich war da drin. Ne? Ja. Und hat eigentlich auch immer wieder davor gehoben, dass die wirklich Widerstand geleistet hätten, die Zeugen Jehovas sind. Finde ich, ist auch ein bisschen eine überzogene Aussage, weil ein paar andere haben auch noch Widerstand geleistet. Also andere muss man nicht kleinreden. Ne? Aber das Buch, das kann ich auch empfehlen. Das ist heute eine Zwiebel, war auch sehr spannend. Ja, zu lesen. Ja. Genau. Ja, vielen Dank nochmal. Wenn jetzt jemand von euch Fragen habt, gerne könnt ihr die digitale Hand hochhalten, dann kommt ihr dran. Wie gesagt, dann werdet ihr auch aufgenommen. Ne, wenn ihr eine Frage habt, wo ihr nicht aufgenommen werden möchtet, schreibt sie bitte im Chat und dann kann ich sie vorlesen. Wir haben auch schon eine Frage,
im Chat von der Tina, sehr interessant. Deswegen stelle ich sie auch sehr gerne. Gibt es Texte, in denen es über Frauen bzw. Schwestern geht? Und wenn ja, in welcher Art werden sie vorgestellt bzw. beschrieben? Ah, interessante Frage. Für dich auch. Frage. Ja, also ich habe jetzt darüber, also bei der mündlichen Prüfung kamen wir auch auf das Thema. Und die Zweitkorrekteurin, die Frau Professor Körte, sie hatte da gefragt, warum sind denn keine Frauen dabei? Also berechtigt. Letztendlich hat es, ist ja berechtigt die Frage, hat sich das aus diesen, wie ich finde, aus diesen Sachzwängen ergeben, weil ich das eben irgendwie streuen wollte. Ne? Gewisse Epochen, dass immer so Zehnerjahre Abstände oder irgendwie so Abstände dazwischen sind und dann eben auch verschiedene Autoren und irgendwie hat es dann immer nicht gepasst. Ich habe allerdings in dem erweiterten Textkorpus, also bei den 15 zusätzlichen Texten, da sind ja auch Frauen bei. Lina Haack ist dabei, dann ist Luise Rinser dabei, Elisabeth Langgässer, also als Autorinnen. Ja. Nicht? Und oder Margarete Buber-Neumann. Ne? Ja, das gibt es auch, aber Frauen werden nicht so häufig als Handlungsfiguren in erzählenden Texten zur Darstellung gebracht. Also es gibt zwei französische Autoren, die habe ich, Autorinnen, die habe ich nicht mit einbeziehen können. Die waren ja in Ravensbrück, Charlotte Delbault und dann noch eine andere. Auch da war ja Margarete Buber-Neumann. Da habe ich nicht mit einbezogen. Bei Margarete Buber-Neumann hatte ich, es ist ja auch so, es gibt Grenzbereiche. Ist das ein Sachtext oder ist das denn schon so ein halbfiktionaler Text oder Autobiografie? Das sind so Grenzbereiche. Und ich hatte bei der Margarete Buber-Neumann so ein bisschen den Eindruck, dass es mehr in Richtung Sachtext geht und hatte ihn auch von daher schon ein bisschen beiseite gelassen, aber ihn auch hin und wieder zitiert. Allerdings jetzt zur Antwort. Das ist also, was die Darstellung anbelangt, da wo Bibelforscherinnen beschrieben werden, das Ganze nicht sich unterscheidet im Vergleich zu Bibelforschern. Ich denke, es müsste zu den gleichen Ergebnissen führen. Zum Beispiel, dass die Figuren eben, oder die Figurinnen, dass die Figuren eben auch so ambivalent sind. Genauso. Das Verhältnis zu den, dass die Beziehungen zu anderen Häftlingsgruppen, also in der Romanwelt immer, ne? in den Fiktionaltexten, auch auch ambivalent ist. Also da kommen auch wieder diese ganzen Bilder und Symbole auch wieder so vor. Also das dürfte vom Ergebnis dann nicht differieren. Vielen Dank, vielen Dank. Bevor wir zu Mai kommen, eine Sache habe ich gerade auch, haben wir vergessen, war die Frage eben, wie kommt man an dein Buch ran? Und das ist relativ einfach, wenn man einfach deinen Namen googelt, dann kommt entweder schon das Ergebnis bei Amazon raus, Hugendubel, ja. Dussmann. Also es gibt genügend Möglichkeiten, das Buch zu finden. Das gibt es ja sowohl gedruckt als auch als PDF. Als E-Book. Man muss sagen, der Preis ist nicht günstig. Das muss man schon erwähnen. Das Buch wird ja für 110 Euro verkauft, aber es hat eben damit zu tun, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Nathan, eben, es hängt eben vom Verlag ab. Es ist ein wissenschaftlicher Verlag, es ist ein wissenschaftliches Buch und es wird jetzt nicht in 10.000 Exemplaren gedruckt. Und da basiert dann eben dieser Preis, den der Verlag, weil der Verlag ist ja, das ist ja kein 0815 Verlag, sondern schon eher ein Verlag, der sich auf diese Thematik konzentriert, nicht wahr? Ja, das ist Verlags Champions League dann, ne? Und ich meine, nochmal was, ich habe keinen Einfluss auf die Verlagspreispolitik, ne? Genau. Und es ist eben auch so, die Preise haben ja auch gerade in den letzten Wochen und Monaten aufgrund der Ukraine-Krise diesen ganzen Rohstoffverknappung enorm angezogen. Ja, das sieht man generell am Buchmarkt, dass sie aufgrund dieser wirtschaftlichen Entwicklung da es schwieriger oder die Preise schmerzlicher werden. Ja. Aber wenn man es will, einfach deinen Namen googeln und dann findet man, oder auch, ja. Man kann auch in jeder x-beliebige Buchhandlung seine ja. Wahl geben ja. und sagen, ja. bitte bestellen Nathan Schmidtchen. Und dann ja. So, dann kommen wir zum Mike. Bitte, Mike.
Ja, Nathan, vielen Dank erstmal für, glaube nicht ganz einfache Thema, doch eine, ich glaube, verständliche Darlegung. Ich habe aber noch mal eine Nachfrage. Du hast, wenn ich das richtig verstanden habe, keine eigenen Interviews geführt oder irgendwelche neuen Fälle von Verfolgung etc. aufgeführt, sondern hast die Literatur zerpflückt, analysiert, herauskristallisiert und dann im Buch eben verständlich gemacht. Ist das so richtig verständlich für mich? So ist es richtig, ja. Ich habe zum Beispiel, abgesehen davon, dass ein Großteil der Autoren ja auch gestorben ist und ich keine Interviews führen konnte oder hätte führen können, ne, ist es so, dass für mich die Statements der Autoren zunächst, also nicht von primärer Bedeutung sind. Ich habe den Erzähltext genommen, das Kunstwerk, das literarische Gebilde, das war für mich zunächst der Dreh- und Angelpunkt. Habe das hin und wieder, Autoren haben ja auch Interviews gegeben mit anderen, ne, wurden interviewt und die sind ja auch veröffentlicht worden, solche Interviews, hin und wieder dann schon gewisse Aussagen von Autoren mit einbezogen. Ne? Aber an sich geht es um das literarische Werk jeweils und das, was sich um Jehovas Zeugen, die dort da auftreten, rankt. Ne? Okay, noch eine kleine Doppelfrage. Wie lange hast du an dem Werk gearbeitet? Das ist eine schwierige Frage, du. Also, sagen wir so. Also zum ersten Mal ein Bibelforscher ist mir begegnet, als ich 15 oder 16 war. Das war Also vor 5 Jahren. fast so, ne? Ja. Jo. Nein, das war Zufall, reiner Zufall. Ich hatte damals gerade so einen Bertolt Brecht-Fimmel und dann las ich und Furcht und Elend des Dritten Reiches und das ist ja, da gibt es die Szene 4, Moorsoldaten. Bibelforscher, ha, mit dem Kommunisten und Sozialdemokraten und so einem Aufpasser, ne? Dachte ich, öh, aber habe ja nie daran gedacht, irgendwie das, ne? Überhaupt kein Thema. Es ist eigentlich dann erst so, aber auch noch nicht mit dieser Zielsetzung interessanter geworden, als diese Standhaftausstellungen waren. Das ging ja auch los mit dem zunehmenden Interesse der Historiker für diese Thematik. Holocaust Museum hat ja da angefangen, dann hier Garbe hat seine Doktorarbeit 93 rausgebracht, ne? Dann ging das mit den Standhaftausstellungen los und da habe ich schon zu diesem Thema referiert, weil mir der Gedanke gekommen war, ja, in der Literatur müssen doch eigentlich auch Jehovas Zeugen als Handlungsfiguren auftreten, also in der Literatur zum Nationalsozialismus. Historisch, das kennen wir ja mittlerweile, es ist ja auch abgegrast und, aber das ist ja mal eine ganz andere Sichtweise. Eben eine künstlerische auf diese Sache. Ein ganz anderer, aber auch wichtiger Teilaspekt. Und dann dachte ich mir, und so, dann war ich auch als Referent bei solchen Ausstellungen dann bei Veranstaltungen ebenfalls dabei, habe das sacken lassen, habe also auch immer wieder gelesen und gesucht. Und dann habe ich auch so einige getroffen, den Daniel Strauß und noch Hans-Hermann Dürksen, noch so einige, und die haben so, noch gesagt: Oh Mensch, das ist doch klasse, mach doch, mach doch. Ja, mach. Na gut, ich bin arbeiten gegangen, ne? Zur Schule, unterrichten, die Dummheit bekämpfen, ne? Aber da war ja auch nicht so die Zeit. Ich habe nebenbei immer ein bisschen so gelesen dann, ne? Und dann war es so, dass ich 2006, 2007 dann ernsthaft mich auf den Weg gemacht habe, einen Doktorvater zu suchen. War erst beim Professor Bézier. Der hätte es gemacht in Dresden, aber das war für mich dann doch ein Problem, weil ich, damit er das abnehmen kann, weil er eigentlich ja aus einer anderen Fakultät kommt, hätte ich dort 2 Hauptseminare erstmal noch an der Uni belegen müssen. Und das war mir dann zu viel. Und dann dachte ich mir, er ist dann eben auch fachfremd, such mal erstmal einen Germanistikprofessor. Und dann habe ich 2009 einen gefunden. Jetzt kommen wir zum Punkt, auch mal zur Antwort auf die Frage. Also ab 2009 kannst du rechnen, wo es richtig ernsthaft war. Mit Doktorandenkolloquium und mal so schon mal so 20 Seiten schreiben und forciert er dann, ne? Also 2009 macht 13, 14, 13 Jahre, sagen wir mal. Gut, ganz kurz noch einmal auf den Preis eingehen. Ich will das jetzt nicht ins Negative ziehen. Ich habe hier so circa
Ja, gut, 100, 120 Bücher über Jehovas Zeugen, darunter auch die von Grass oder von Max von der Grün. Da gab es ja einige, wo er das dringend erwähnt hat. Und ich war, wie ich das Buch rausgesucht habe, schon ein bisschen geschockt, weil die anderen Bücher, selbst als neue Bücher, um die 20 Euro, 25 Euro. Jetzt hat gerade jemand gesagt, ich weiß nicht, ob es Tomek war oder du, das ist der Verlag, ist die Champions League. Hätte man nicht jemanden aus der Bundesliga nehmen können, einen Verlag, der etwas günstiger gewesen wäre, weil es ist schon ein stolzer Preis, muss ich ehrlich sagen. Ja, na klar. Ja, Deswegen die ja. Frage. Ja. Ich sag mal so, Gutes hat seinen Preis. Nein, Okay. aber nein, aber das ist schon so. Mein Doktorvater ist Herausgeber dieser Reihe. Religion, wie heißt sie? Studien zur Literatur und Religion. Und er fragte mich dann. Sonst hätte ich mich auf die Suche begeben müssen nach irgendeinem Verlag. Ne? Das hätte auch geklappt, sicherlich, kein Problem. Und ich dachte mir, wenn ich das in der Reihe bei Metzler herausbringe, in der er mit federführend ist, also er hat noch zwei Mitherausgeber, aber dann war mir klar, dann brauche ich nicht eine lange verlagsinterne Tortur, wie gut ist das Werk oder dies und jenes muss noch verändert werden, durchlaufen. Weil mein Doktorvater hatte mir gesagt, vielleicht an der einen Stelle noch ein bisschen was ändern, ansonsten ist das so, dass es veröffentlicht werden kann. Und ich war es auch dann irgendwann mal leid, noch lange herumzufeilen und noch herumzubasteln. Und dann dachte ich mir, dann ist das gut. Und dann dachte ich mir eben auch, und das ist ja eigentlich auch ein bisschen das, weil es einer der drei Renommierverlage ist, das hat natürlich, es klingt doof, aber auch so ein bisschen von der. Es ist ja eigentlich keine Argumentation, aber es ist wie ein Argument. Wenn etwas bei Metzler erscheint, dann brauchen wir nicht über Qualität reden. Dann ist das so und dann ist, ne, das ist genau, wenn eben Garbe zu den historischen Fakten was sagt, dann macht er den Mund auf oder Wolfgang Benz, der Professor, und dann ist es so, weil die das sagen, weil es ja auch ein paar Koryphäen sind. Ne? Und dann ist also die Veröffentlichung allein, weil es auch in dem Verlag ist, spricht das für sich. Ich finde es auch schade, ich kann es nicht ändern. Ich habe es dann so Ist aber durch, beantwortet. ne, lassen und dann, Unverständlich. ja. Also vielen Dank dir und Gerne. viel Erfolg. Danke. Vielen Dank dir, Mike. Damit wurde auch eine Frage, die wie lange das gedauert hat, wurde dann auch schon beantwortet. Interessanter Ja. Hinweis kurz im Chat auch gerade bekommen. Das Buch von Detlef Garbe, eben zwischen Wiederschirm, habe ich damals auch für knapp 100 Mark kaufen, also erstanden. Das hatte so damals eben, und das war 93, wo es noch keinen Euro gab, und als Hinweis Ja. interessant, weil es Ja. anscheinend auch Ja. eben diese Vielleicht einen Art war. kleinen Tipp. Vielleicht einen kleinen Tipp. Wenn man ein Jahr oder zwei wartet, kann man es über ein paar Antiquitäten, Internet-Antiquitäten-Shops, kann man es vielleicht auch ein bisschen günstiger kriegen dann, ne? Da kriegt man Natürlich. manchmal ein Buch dann, was noch verschweißt ist, ne? Für 80 Euro oder 60 Euro, ne? Oder es ist nicht verschweißt, aber ist auch noch fast wie im Erst, im Bestzustand, ne? Stimmt, ist eine gute Idee. Ja. Dann haben wir hier die nächste Frage. In Karl Preischel, bitte. Da musst du dich jetzt kurz entstumm schalten. Da müsste so ein Pop-up. Ja, Sehr gut. jetzt. Und zwar betrifft Bruno Arbeit. Mitte der 50er Jahre habe ich Nackt unter Wölfen gewissermaßen als Erstausgabe gelesen in der SED-Zeitung Das Volk. Und da war das Fortsetzungsroman. Als Jugendlicher habe ich das gelesen und da stand drauf, auf dem Karree. Der Appellplatz in Buchenwald, da traten die Kommunisten auf und die Homosexuellen und so weiter, wurden die aufgezählt und Bibelforscher, ein Block, ein ganzer Block. Die waren damals beim Aufbau des KZ Buchenwald sehr zahlreich. Und jedenfalls, da taucht
der Name Bibelforscher auf. Und später im Buch, war ja SED-Zeit, im Buch, da stand nur und andere oder sowas ähnliches, so eine Umschreibung, da war der Name Bibelforscher gestrichen. Da hat er den sterben lassen, der Bruno. War das jetzt nur eine Info oder eine Frage auch noch jetzt? Eine Info gewissermaßen, ja, eine Beobachtung, dass es auch auf die Ausgabe ankommt, die ja, man genau. in Händen hat. Genau, genau. Also ich war auch in der Akademie der Künste in Berlin im Bruno Apels Archiv und ich habe seine ganzen Schreibentwürfe, die verschiedenen Fassungen, die habe ich alle durchgeblättert. Und dort steht Bibelforscher. Ne? Und es kann sein, hängt von der Ausgabe ab, dass das dann auf einmal getilgt worden ist. Also auch in den Frühfassungen ist dann schon der Begriff, also in der allerersten Fassung, wo er so die ersten Entwürfe gemacht hat, da ist es nicht drin. Aber da wird auch die Szene auf dem Appellplatz auch eigentlich für die Kommunisten nicht gut dargestellt. Sie werden nicht so als Block, also nicht in den Veröffentlichten, sondern was im Archiv steht, ach, seine ersten Schreibversuche. Da werden auch nicht die Russen gut erwähnt und das wird auch nicht so als ein Block, der kämpft, dargestellt, sondern als sehr heterogene Masse. Also, ne? Und das hat er ja dann immer mehr bereinigt und verändert, hin zu dem, wie wir das kennen in dieser Ausgabe. Also ich denke mal, in der Erstausgabe, die 58 Reihen rauskam, müsste es auch noch gestanden haben. Kommt also es ist jedenfalls klar, da wird Bibelforscher erwähnt, aber der Punkt ist ja der, es geht ja darum, Zensur zu vermeiden. Wenn jetzt bei dieser Romaneinführung, bei der Exposition, wenn eben da Bibelforscher auch erwähnt wird, ist die Möglichkeit, dass er damit durch die Zensur kommt, relativ hoch. Da hätte er gegenüber der Zensurbehörde sagen können, ja Moment, ich erwähne ja auch die Homosexuellen, ich erwähne ja auch die und die Juden, ich erwähne ja alle. Und die waren ja im KZ. Ich war ja in einer Abteilung, da war mein Führer, mein Leiter war ja der Johannes Raute. Das war doch ein Zeuge Jehovas. Die waren noch da im KZ. Also um der historischen Wirklichkeit willen, musste auch Bibelforscher sehen. So hätte er argumentieren können. Das wäre gegangen. Aber natürlich, denke ich, ist in einem oder anderen Verlag dann also auch im vorauseilenden Gehorsam vielleicht auch dann gesagt, oh, Bibelforscher packen wir mal raus. Ne? Und jetzt, das ginge vielleicht noch, aber eine Handlungsfigur im Roman selbst direkt als Zeugen Jehovas dann zu bezeichnen, das wäre nicht gegangen. Und so meine ich, hat er diese Figur des Hans Albert Förster folgendermaßen gestaltet. Es gibt deutliche Signale im Romantext, Indizien, Kalfaktor zum Beispiel, ne? Waren ja Jehovas Zeugen. Auch im Bunker gab es Zeugen Jehovas, aber wenn man das mal auf die historische Sache da bezieht, Indizien, die zeigen auch die Eigenschaften, die der Hans Albert Förster hat, so richtig typisch Bibelforscher. Da ersetzt gewisse Indizien und Signale, die einen dazu bringen können, dass man sagt, oh, das ist doch wohl ein Bibelforscher. Und dann gibt es aber auch genau von ihm, ich denke mal auch strategisch bewusst gesetzt, Signale im Text, wo er genau dieses verwischen will, diesen Eindruck. Da setzt er Nebelkerzen. Ne? Zum Beispiel die Namensgebung mit Hans Albert Förster. Das war ja ein Kommunist, der geflohen war und dann eben erschossen wurde, glaube ich, auf der Flucht. Das heißt, da nimmt er den Namen eines Kommunisten. Das ist so eine Nebelkerze zur Verwischung des Eindrucks, das könnte ja ein Bibelforscher sein. Und das finde ich ja an dem Roman so spannend, diese Camouflage, die er betreibt. Es gibt Indizien, ist es ein Bibelforscher und dann gibt es, verwischt er das wieder. Er will ja durch die Zensur kommen. Nicht? Und er hat das Problem, er ist Buchenwalder. Und die Buchenwalder Kommunisten wurden abserviert von den Moskau-Treuen, die ja denn an die Herrschaft gekommen sind. Die Moskau-Treuen haben gesagt, die Buchenwalder, das waren doch alles vielfach Kollaborateure mit der SS. Die haben doch die Drecksarbeit gemacht im Lager. Ne? Und da gab es ja Machtkämpfe und Apels hat ja gewusst. Und er hat ja gewusst, wer wo steht und was da für Querelen eben alle so zugange sind. Und dann musste sein Buch, wurde ja dann auch noch von zwei Buchenwaldern auch nochmal, nicht Korrektur gelesen, aber auf die anständige ideologische Gesinnung hin, ne? Überprüft. Ne? Also höchst schwierig für den Apels, da irgendwo so sich durchzulavieren. Ne? Ja, ja, ja.
Ja. Das hab ich mal erfahren. Der Herr Hummel, der war im KZ als Kommunist. Er war Büchsenmachermeister, Suhler Jagdwaffen, gell? Und der war in dem Kommando, die Waffen für die SS zu reinigen, zu reparieren, alles tipptopp zu machen. Und jetzt wurde der Offizier, der SS-Offizier, der das unter sich hatte, der wurde nach dem Kriege Kriegsverbrecher, Tribunal oder wie man das nennt, verhört. Und da hat mir der Kommunist das erzählt. Und da ist er für ihn eingetreten, dass der lieber weggeguckt hat, wie bei der Geschichte mit dem jüdischen Jungen oder so. Der wollte das gar nicht wissen oder hat es gewusst und hat aber so getan, als wäre er dumm. Ja. Jedenfalls wollte der das anbringen zu seiner Entlastung. Und da wurde der so angegriffen, dass der andere, ein anderer Kommunist, ihn runtergezogen hat und hat gesagt, sei endlich still, sonst landest du in Sibirien. Und, also solche Kämpfe waren das. Ich habe da Zeugen Jehovas gehört von Buchenwalden, die haben gesagt, mit den einen Kommunisten konntest du dich gut unterhalten, mit den anderen, die waren fanatisch, blind, im Stalin hörig. Ja, das war die Problematik. Aber vielen Dank für den Hintergrund. War sehr interessant. Vielen Dank, Kai Preischer. Danke. Bitte. So, dann haben wir eine weitere Frage, und zwar vom Sebastian Lindenberg, bitte. Oh ja. Und zwar folgendes, die Strafkompanie da in, das war ja Nordafrika, wir wissen ja auch, dass Rommel und so, der Wüstenfuchs und so alles, ne? Sie wollen jetzt nicht ins Detail gehen, aber weiß einer so viel von euch, was die Strafkompanie da gemacht hat? Meine erste Frage, meine zweite Frage wäre, ob das Buch, was du veröffentlicht hast, auch mal in Englisch übersetzt werden wird. Also du bist jetzt bei der Realität. Rommel, deutsche Soldaten in Nordafrika, ne? Ja. Dazu kann ich nichts sagen, ich bin eigentlich im fiktionalen Text okay. unterwegs. Ja? Ich bin kein Historiker, ich kann dazu nichts sagen. Übersetzungsmöglichkeit in Englisch, also den Vertrag, den ich mit dem Verlag habe, ich darf ja auch nichts über den Vertrag sagen, ist so, dass ich mich verkauft habe. Ich habe mich verdingt, ne? Ich habe quasi die Rechte abgetreten an den Verlag und all das, was der Verlag dann damit macht, ist seine Sache. Ach so, okay. Es kann sein, dass der aus dem Buch ein Kapitel auskoppelt und irgendwie in einem Sammelband erscheinen lässt. Da habe ich zugestimmt, dass sie es machen dürfen. Veröffentlichung in Englisch weiß ich nicht. Weil ich weiß ja auch noch nicht so die Verkaufszahlen, wie das da ist, wie das da so läuft, ob man sowas andenkt. Ich hatte jetzt gehört von einigen Veröffentlichungen, war das nicht auch schon hier die eine, die von Hesse herausgegeben wurde? Also das, was Johannes waren, die... wie ist genau, das? Hesse ist auf Englisch und sogar auf Polnisch auch. Ja, aber nicht gerade mit großem Erfolg. Ne? Und der Aufwand, sowas zu übersetzen, bei mir sind es 480 Seiten. Und der Aufwand ist enorm. Und die Frage ist, ob im englischsprachigen Bereich dann das Interesse so groß wäre. Ja, okay. Nee. Weil ein Freund von mir, der war bei uns mal in der englischen Versammlung, ich bin ja mit Thomas in einer Versammlung und mein Kumpel ist zurückgegangen nach England wieder und sonst hätte ich ihm das mal empfohlen auf Englisch, weil sein Deutsch ist eigentlich nicht, also er hat nicht richtig Deutsch gelernt, weil die 3 Jahre oder so, da hat er jetzt nicht großartig Deutsch gelernt, weil nur so ein bisschen umgangssprachlich. Und dann nochmal zu meiner ersten Frage war auch, weil ich auch gerne, also das war auch Thomas, dass ich geschichtlich so interessiert bin. Also jetzt nicht nur mit Jehovas Zeugen, sondern auch eben so Drittes Reich. Und deswegen dachte ich, dass das einer vielleicht von euch zufällig weiß, was Sache ist. Also so, ja. Zudem kann ich vielleicht, also ich habe jetzt, was die Strafkompanie
muss ich zugeben, habe ich jetzt auch nicht nachrecherchiert. Also ja, das ist auch ein Thema, da bin ich gar nicht drin. Wobei ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht ähnlich war wie vielen anderen Strafkompanien oder so. Aber bevor ich da jetzt auch durchschlingere, kann ich leider, habe ich da keine Recherchen zu. Tut mir leid, Sebastian. Und vielen Dank für deine Fragen, Sebastian. Ja, gern geschehen. Euch noch einen schönen Abend. Ne? Danke gleichfalls. Ciao. Ja. So, und eine Frage haben wir noch über einen Gast. Da ist das Handy, der Name Poco X3 Pro, bitte. Guten Abend, hört ihr mich, ja? Ja, sehr gut. Sehr schön. Also ich bin der Michael Hetzner aus Heilbronn. Ich muss mich jetzt mal outen. Ich bin ein germanistischer Fachkollege, auch mit Promotion und muss was zum Preis sagen. Ich denke, das ist absolut gerechtfertigt, denn Metzler ist eben schon die Top-Liga. Und ich habe zweimal promoviert und musste bei beiden einen gewissen Druckkostenzuschuss zahlen. Das war einmal bei Aesthesis, der ist auch nicht so ganz unbekannt, und dann bei Peter Lang. Es ist ganz einfach so, ich habe mich da mal mit einem Verlagsmensch unterhalten, so ein normales also Buch über Erzählung und so weiter, da braucht man 3.500 bis 4.000, bis der Verlag erstmal die reinen Kosten reingeholt hat. Und in der wissenschaftlichen Literatur ist einfach definitiv so, diese Auflagen werden oft nicht erreicht. Deshalb ist dieser Preis, denke ich, absolut gerechtfertigt. Und ich denke auch, wer bei Metzler veröffentlicht, der braucht sich, was das Niveau betrifft, nicht mehr zu rechtfertigen, denn Metzler nimmt nicht jeden. Ich glaube, mich hätten sie damals auch nicht genommen. Insofern denke ich, ist das schon eine Investition, die sich auch langfristig lohnt. Da hat man immer Freude dran. Und ich muss sagen, wo ich jetzt so dieses Inhaltsverzeichnis und die Ausführungen gehört habe, da habe ich mich wieder zurückversetzt gefühlt in meine alte Studien- und Promotionszeit. Und ich denke, das sind sehr wichtige, wertvolle, fachlich absolut deutliche Ergebnisse zu sehen. Und ich denke, das zeigt auch, das ist eine sehr ernsthafte Auseinandersetzung, die wirklich die Texte auch in ihrer Struktur ganz gründlich durchleuchtet. Und ich glaube, da muss man halt mal sagen, dann geht es halt vielleicht zweimal im Monat weniger in ein Lokal zum Essen und dann hat man das wieder. Aber da hat man ein Buch, da hat man vielleicht in Jahrzehnten immer noch Freude und Genuss dran. Dankeschön. Danke für diese Schützenhilfe, was die preisliche Ausgestaltung anbelangt. Und Jeremiaden hätte führen können oder noch weiteren Jeremiaden hätte führen können. Aber ich würde Michael gerne noch mal kurz die Stimme noch mal geben. Ich hätte auch eine Frage an dich. Bist du derjenige, der über Heilbronn geschrieben hat, über Zeugen Jehovas und Heilbronn? Ja, der bin ich. Ah, okay. Da weiß ich. Aber ich muss dazu sagen, es ist natürlich ein sehr bescheidenes Büchlein geworden mit 75 Seiten. Es war einfach nicht mehr viel da. Wir waren 10, 20 Jahre zu spät. Okay. Aber wenn du möchtest, du kannst mir gerne mal deine Adresse, ich schicke dir gerne eins zu. Also ich habe noch zu Hause, aber es ist natürlich lang nicht zu vergleichen jetzt mit dem, was wir heute gehört haben. Also da liegen schon Welten dazwischen, da bin ich doch an einige Nummern deutlich kleiner, ganz ehrlich. Also ich wollte schreib dir mal eine Nachricht. Also okay. Ich wollte nur noch mal sagen, ich habe ja, es war Buchpräsentation, ich habe also nicht oder nur hin und wieder mal so ein paar Ergebnisse meiner Untersuchung da hier unterbreitet, ne? Weil sonst wäre es ja eigentlich zu ausufernd gewesen. Hat ja nur einen ersten Überblick bieten wollen. Ne? Also ich denke mal, dass von den Arbeitsergebnissen, die in dem Buch sind, noch eine ganze Menge mehr drin steckt. Also ich habe sie nicht alle hier präsentieren können. Ne? Ich glaube, das hätte das auch verkannt, auf 30, 40 Minuten dann das ganze Buch zusammenfassen zu wollen. Bestimmt, ja. Ich habe deine Website gefunden, Michael. Ich werde mal gucken, dass ich dich irgendwie da darüber, vielleicht finde ich ja bestimmt Kontakt. Vielen Dank dafür. Ja. Genau. Eine Frage haben wir noch und dann haben wir, denke ich mal, haben wir einen guten Zusammenschluss mit anderthalb Stunden. Das passt dann ganz gut. Daniel, bitte.
Okay, keine Frage, sondern nochmal den Hinweis. Also das war, als ich diesen Hinweis gegeben habe mit dem Buch von Detlef Garbe, sollte das eigentlich heißen, damals war das schon sehr viel wert. Ne? Also ich denke mal, wenn das in Euro heute rauskommen würde, wäre das auch über 100 Euro. Und das ist wirklich ein sehr gut recherchiertes Buch. Also das war wirklich eine Anlage wert, weil der hat so viele Details reingebracht. Und ja, das wollte ich nochmal sagen. Und ich denke mal, es lohnt sich auch. Also ich gucke mal, ob ich an das Buch von dem Nathan rankommen kann. Und die Inhaltsangabe, auch diese Recherchen, die ihr da gemacht habt, also auch mit dem Hinweis, wo die Schülerin da nachgucken sollte und hat den Namen gar nicht gefunden. Man sieht, da muss man ganz schön ein Auge haben dafür, ja, beim Lesen. Und ich bin auch dankbar, dass ich 1993, in der Schule war ich nicht so geschichtsfreudig, aber durch die Theokratie oder durch den Glauben bin ich dahinter gekommen. Und ich durfte auch bei einer Standhaft-Dokumentation dabei sein, Interviews mithören und die durfte ich dann im Königreich halt wiedergeben. Mir sind dabei dann leider auch die Tränen gekommen, wo es da um die Hinrichtung von einem unserer Brüder ging. Es hat mich immer sehr bewegt und ich muss sagen, ich habe mich immer schwer getan, an solchen Veranstaltungen teilzunehmen, weil es mich gefühlsmäßig sehr bewegt. Und wie du das jetzt sachlich dargelegt hast, hat es mir geholfen, ja, so einen gewissen Abstand zu bekommen und das auch besser, ja, zu verarbeiten und mitzunehmen. Und deswegen kann ich das wirklich empfehlen, obwohl Buch von Detlef Garbe, aber auch deins, sicherlich zu lesen. Und mal gucken. Ich hoffe, dass ich irgendwie dran komme dann. Danke nochmal. Das war sehr toll. Sagt man dazu Dissertation? Also ich kenne mich im Literaturbereich. Ja, das ist eine Dissertation. Ja, ja, ja. Ja, ja. Okay. Also wie gesagt, 2021 im November habe ich die abgeschlossen und dann ging es nochmal die Monate Verlagsmühlen. Man musste den Korrektur lesen und was weiß ich alles da, ja. Ja, also ich bin Korrekturleser eigentlich. Also war früher. Ich war Korrekturleser in der Bundesdruckerei. Ich weiß, was dahinter steckt. Ja, 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 an Arbeit. Um, ja. Da muss man ein ganz schönes Auge haben, ne, dafür. Ja, ja, und ja, und dann ist eben da auch noch ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Denn, ne? Und dann ist ja 26. Oktober 2022 rausgekommen. Aber das ist die Dissertation, ja, an einer Stelle noch ein klein bisschen nachgebessert. Gerade wo es um Narren in Christo geht, da habe ich noch ein bisschen das erweitert. Also auch um diese Begriffsdefinition des Narren, auch, aber auch der biblisch-theologischen Begrifflichkeit, wo Narr, also in alter Lutherbibel und anderen Übersetzungen, da steht ja nicht Torheit, da steht Narretei oder Narrheit, ne? Oder Dummheit, dann vielleicht auch modern dann. Aber das ist ja der Begriff, der in den alten Bibeln so steht. Und dann kann man das ja eben auch mal durch die Bibel verfolgen. Da wird ja eigentlich auch schon diese Ambivalenz deutlich. Und ja, dann gibt es ja auch einen Roman von Gerhard Hauptmann, Narr in Christo, ne? Emanuel Quint, habe ich dann auch noch ein bisschen mit reingenommen, einfach nur. Und dann eben die Jorodivo oder irgendwie im osteuropäischen Kulturraum gibt es ja auch diesen Narrentypus. Aber das ist wieder ein anderer. Und dann so ein bisschen noch die Abgrenzung gemacht. Weil das so verschiedene, da gibt es mir diesen asketischen, die asketische Richtung und so, ne, die sich ganz aus der Welt bald rausnimmt. Das ist ja noch wieder was anderes. Ne? Aber da gibt es verschiedene Narrenausformungen. Da habe ich das noch ein bisschen so unterfüttert. Das war die einzige Änderung, die ich dann da noch mit habe einfließen lassen. Ne? Er darf die Wahrheit sagen danach. Sehr schön. Dankeschön. Vielen Dank. Gerne. Vielen Dank, Daniel. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank euch allen. Vielen Dank dir, Nathan, für wirklich sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Ich danke mich auch. Danke. Und